Moin Moin und hallo, heute wollen wir mal über Tennisshare iCare Phone Transfer reden. Das ist eine App, die uns helfen kann, WhatsApp und WhatsApp Business, GB WhatsApp, Kick und Viber, Daten, Backups etc., wie zum Beispiel Bilder, Chatverläufe, Nachrichten zwischen Android- und iOS-Geräten oder zwischen iOS- und iOS-Geräten oder zwischen unserer Cloud, Google Drive etc. Backup zu backuppen und auch wieder herzustellen, ohne dass wir komplett zurücksetzen müssten. Wir haben einfaches Übertragen von WhatsApp und WhatsApp Business zwischen Android und iOS ohne Löschen der Gerätedaten. Die Möglichkeit ist sinnvoll. Zusammenführung alter und neuer WhatsApp-Nachrichten zwischen Android und iOS. Selektive Übertragung oder Wiederherstellen von WhatsApp-Nachrichten, Bildern, Videos, GIFs, Dokumenten und so weiter, um Platz zu sparen, zum Beispiel, wenn wir nicht mehr viel Platz haben sollten. Und ein Klick zum Sicheren und zum Wiederherstellen von WhatsApp-Daten in iOS und Android-Versionen. Wir übertragen oder wiederherstellen von GB WhatsApp-Daten auf ein neues Telefon oder auf die WhatsApp-App. WhatsApp-App. Wir können Backups von Google Drive aufs Phone oder von iCloud auf das Android-System wiederherstellen. Backups von WhatsApp und WhatsApp Business und WhatsApp in HTML exportieren ist auch möglich. Ihr seht also, es ist das Tennisshare iCare Phone Transfer Programm nimmt uns an die Hand. Das erste, was wir machen, ist, wir laden uns das iCare Phone Transfer Softwarechen herunter und installieren es auf unserem Computer. Dann können wir eine Registrierung durchführen, denn Tennisshare iCare Phone Transfer könnt ihr in einem Abo euch lizenzieren lassen. Entweder Monat, ein Jahr oder lebenslang, wie ihr das wollt. Oder ihr probiert erstmal die besagten kostenlose Testversion aus. Dann schließt ihr euer Phone, hier ist es jetzt ein iPhone, mit einem Datenkabel an den Computer an. Und lass uns den ersten Schritt erstmal machen. Wir sehen jetzt hier auf der Übersicht das Programm. Links haben wir WhatsApp, WhatsApp Business, GB, WhatsApp, Kick und Viber. Ergo gehen wir jetzt auf WhatsApp. Und dann sehen wir, dass er schon unser System erkannt hat. Das Quellgerät ist mein iPhone, was angeschlossen ist. Das seht ihr hier links. Das Zielgerät wird auf der rechten Seite aufpoppen, wo wir dann die WhatsApp-Daten hin übertragen oder zusammenführen könnten. Wir haben aber noch mehr. Also das ist jetzt der einfachste Weg. Ein weiteres Phone anschließen. Zack, Daten werden von hier, sprich von diesem Phone, auf das Phone, welches wir anschließen, übertragen. Wir können aber auch auf Sichern gehen. Und so können wir zum Beispiel ein Backup machen. Von dem Gerät, welches angeschlossen ist, von Google Drive oder von iCloud ist dies möglich. Lass uns nun eine Sicherung durchführen, über das wir später dann, wenn was schief gehen sollte, was sehr selten der Fall ist, aber es passieren kann, dort dann die Möglichkeit haben, wieder den Ist-Zustand, den wir jetzt, bevor wir das durchgeführt hätten, wieder herstellen könnten. Das ist eine wichtige Sache, denn Backups sollte man immer im Hintergrund haben, wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Und dann können wir loslegen. Nachdem wir die Sicherung durchgeführt haben, was natürlich nicht Pflicht ist, entweder aufs Google Drive Konto, auf das iCloud oder auf den Computer, können wir zu Übertragen gehen. Ich habe jetzt ein Android-Gerät angeschlossen an den Computer, auch mit einem USB-Kabel. Das ist hier rechts. Das iPhone ist links, das iOS-Gerät ist links, das Samsung-Gerät oder das Android-Gerät ist auf der rechten Seite zu sehen. Genauso erkennt jetzt das iCare Phone Transfer Programm auch unsere Konstellation. Wir sehen links iPhone, rechts Samsung. Und nun können wir dort WhatsApp-Datenübertragung und Datenzusammenführung wählen oder WhatsApp-Datenübertragung. Das bedeutet, wenn bei einem Transfer zum Beispiel eure WhatsApp-Daten Schaden genommen haben oder ihr Daten nicht übertragen bekommen habt während des normalen Standardtransfers, dann geht ihr hier auf WhatsApp-Datenübertragung und Datenzusammenführung. Denn so würden jetzt die Daten von
dem iOS-Gerät, natürlich auf das Android-Gerät übertragen werden. Aber zusätzlich würden die Daten, die hier auf dem Android-Gerät sich befinden, die sich nicht auf dem iOS-Gerät befinden, mit zusammengefügt werden. Das ist sehr sinnvoll. Dann können wir auch hier in der Mitte den Schalter verwenden, um es zu spiegeln bzw. umzukehren. Das heißt, wir können dort das Quellgerät Samsung und das Zielgerät ein iPhone auswählen. Passt also auf, nicht, dass ihr sozusagen den Account von euren Freunden, der euch das Smartphone zum Beispiel zur Verfügung gestellt hat, dann auf euer Gerät holt und nicht andersrum. Als Beispiel. So, wir haben jetzt eingestellt, Quellgerät ist iPhone, Zielgerät ist Samsung. Jetzt drücken wir auf Übertragen. Nachdem geht es los. Wir führen folgende Schritte aus, um das USB-Dubbing-Modus auf Samsung Android zu aktivieren und den Vorgang fortzusetzen. Das heißt, wir transferieren Files und können das dann hier mit den Tutorials, die das Programm schon mitbringen, ganz einfach bewerkstelligen. Zum Beispiel fürs Galaxy J, Galaxy S5, Galaxy S8. Wir gehen demzufolge dort in die Übertragungsmöglichkeiten und werden dann den USB-Debug-Modus aktivieren und dann können wir fortfahren. Nun können wir damit beginnen. Wir swipen von oben nach unten im Gerät, um die Notifications anzeigen zu lassen. Wenn wir an unser USB-Gerät angeschlossen sind, kommt da dein Android-System USB zur Datenübertragung. Dort können wir weitere USB-Optionen nun auswählen. Und hier gehen wir jetzt hin, Übertragung von Dateien Android Auto, USB Gallery, MIDI, Übertragung von Bildern, nur Telefon laden. Das heißt also, wir gehen hin, Übertragung von Dateien Android automatisch. Das sollte doch gut funktionieren, nicht wahr? Nun bewegen wir uns in die Einstellungen, gehen dort auf die Telefoninformation, also Teleinformation. Jetzt gehen wir bei der Telefoninformation auf die Softwareinformation und haben hier die Möglichkeit dann zu sehen, was hier die Build Number ist. Build Number, BUILD-Nummer. Hier drücken wir drauf und wenn dort schon steht in eurem Drauf-Tipp-System, nicht nötig, der Entwicklermodus wurde bereits aktiviert, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dann machen wir uns wieder auf den Weg in die Einstellungen zurück. Unter Teleinfo sind die Entwickleroptionen. Die Entwickleroptionen werden wir nun aussuchen und sehen dann, dass die Entwickleroptionen hier in diesem Fall schon eingeschaltet sind. Die sollten nämlich eingeschaltet sein, um den Job zu erledigen. Wenn wir dann in diesem Bereich noch uns aufhalten und wir sehen, dass die Entwickleroptionen an sind, gehen wir runter und haben dort die Möglichkeit, den USB-Debugging-Modus einzustellen. USB-Debugging ist nur für Entwicklungszwecke vorgesehen, lalala. Wir bestätigen das mit OK und sind dann im USB-Debugging-Modus. Und ihr habt gerade gesehen, was geschehen ist. Ich habe jetzt alle Voraussetzungen dieses Gerätes dann geschaffen, damit es hier auf dem Screen weitergehen kann. Führen Sie folgende Schritte aus und wir autorisieren das Samsung zu, lassen uns fortsetzen. Das heißt nun, kommt die Autorisierungsnachricht auf unserem Bereich und wir sehen hier, schreibt uns das Programm schon, was wir sehen. Allow Debugging. Und dann sehen wir auf unserem Smartphone diese Informationen. In Deutsch in dem Fall natürlich, weil wir haben ein deutsches System. Und dann USB Dubbing zulassen. Wir erlauben dies, damit das Gerät dann auch darauf zugreifen kann und seinen Job erledigen kann. So, und damit haben wir jetzt die Voraussetzungen erfüllt, um weiterzumachen. WhatsApp-Daten auf Samsung werden überschrieben. Möchten Sie jetzt wirklich fortfahren? Sie können Ihre WhatsApp-Daten von dem Samsung-Gerät zuerst auf den Computer sichern, wenn wir das wollen. Das heißt, das Problem iCare Phone Transfer, das Programm würde uns jetzt noch die Möglichkeit einer Sicherung dieses Systems durchführen oder wir gehen auf Weiter. Nun werden die Daten übertragen. Sprich, wir entsperren unser iPhone jetzt. Das habt ihr gerade hier gesehen. Also es ist echt gut gemacht. Das nimmt uns wirklich gut an die Hand. Und wir entsperren jetzt unser iPhone und können dann die Quelldateien
übertragen zum Zielgerät. Nun kann es losgehen. Ich habe das Smartphone als Quelle nun freigeschaltet und jetzt werden die Daten, wie WhatsApp-Daten, werden auf dem Computer gesichert und werden dann genommen und werden auf unser Android-Phone übertragen. Das dauert einen Moment. Natürlich hat es damit zu tun, wie groß euer WhatsApp-Folder ist, euer WhatsApp-System ist. Und danach habt ihr die Übertragung dann, also dann kommt dann Zielkontoüberprüfung, wiederherstellende Daten werden generiert und auf dem Zielgerät wird es dann übertragen. Und dann habt ihr von diesem WhatsApp, die Daten übertragen auf euer Android-Phone, welches dann die gleichen Daten hat, wie euer Quellsystem aufweisen kann. Eine sehr sinnvolle Sache, wenn zum Beispiel WhatsApp-Fotos mit Google-Fotos zum Beispiel nicht so richtig synchronisiert wurden, WhatsApp-Google-Drive-Backup nicht funktioniert, zwei WhatsApp-Accounts zusammenzuführen ist damit möglich, dass der iPhone-Speicher voll ist, obwohl alles gelöscht ist, oder ein WhatsApp-Backup hängt einfach, dann hilft euch hier iCare Phone Transfer wirklich damit aus der Patsche. Und ihr habt gesehen, ein paar Schritte muss man natürlich auf dem Android-System dann gehen, um dort in den Debugging-Modus zu gehen, sprich es zu öffnen und dann die Übertragung feststellen zu lassen. Und dieser Weg ist von Phone zum Phone, wie ihr seht, recht simpel. Ihr könnt es aber auch genau so handhaben, dass ihr hingeht und ein Backup erstellt, wie wir das am Anfang gemacht haben, dieses Backup dann nicht auf den Computer speichert, sondern in eurem Google Drive zum Beispiel und könnt dann dieses Backup benutzen, um das dann auf das neue Phone zu übertragen und habt dort dann fresh und nice das System wieder am Start. Also echt sinnvoll, wenn ihr nicht mit den Bordmitteln dort gut aufgestellt sein könnt, weil irgendwas schiefgelaufen ist, hilft euch die iCare Phone Transfer App wirklich gut weiter. Wir kommen von Tennis Share und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun.